Wo kamen die denn jetzt her? Ja, dann, ja, wir haben noch kein Iron. Wir passen lieber noch ein bisschen auf. Wir machen das mal so. Der kann ja derweil gleich weiterarbeiten. Wir nehmen das hier mal und setzen die und lassen den dann weiterarbeiten. Das macht anders ja keinen Sinn. Und auch die Fenster und so, das werden wir alle später reinsetzen. Alles Step by Step. Wir setzen erstmal die ganze Wand. Ich würde den Raum übrigens 3 hoch machen. Na, also hier wirklich schon so. Oh, das war's. Dann würden wir die Workbench nochmal anschmeißen und würden da das Holz reinschmeißen und vielleicht nochmal eine Menge holen. Wir brauchen mindestens noch 100. Minimum. Da kann man mal von ausgehen. Ah, wir haben Skillpunkte. Wir können das ein bisschen günstiger noch machen. Die Effizienz hat das Maximum erreicht. Sehr schön. Oh nee, plus 5 würde es noch mehr höher machen. Wollen wir kurz warten, einfach um die Kosten zu senken? Wir können ja mal ganz kurz noch was essen. So. Die Frage ist, wir können ja schon mal Holz sammeln. Wir können ja schon mal Holz sammeln, das ist ja kein Problem. Wie gesagt, das Problem ist nur nicht direkt vor der Tür eigentlich. Wow, ist der riesig. Wir werden mal den Baum da fällen, oder? Aber der ist der einzelne, der ist der einzelne. Wir gehen da hinten hin, das ist ein Wald. Man muss halt ein bisschen dann laufen. Das macht aber nichts, denn wie gesagt, letztendlich würde ich die Umgebung ungern zerstören hier. Und dann fälle ich lieber hier in der Entfernung 2 Bäume, wo es mir dann nicht so weh tut, wenn die Landschaft sich dann negativ verändert. Naja, es tut natürlich auch weh, aber es ist okay. Man kann mit leben. So, jetzt kipp um. Danke, lieber Baum. Den Stamm mache ich immer weg. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das schlimm ist oder nicht. Wenn der da ist, wir werden mal gucken. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Da tauchen wir auch mal weg hier. Das Gestrüpp, das können wir später auch gebrauchen. Prinzipiell kann der da auch liegen bleiben, denn wir fällen hier einfach den zweiten Baum in die gleiche Richtung. Sammeln das ganze Holz, bringen es hoch und dann haben wir hoffentlich genügend Skillpunkte. Die kommen von völlig automatisch und dann, wow, der dreht sich aber. Und dann können wir hoffentlich das skillen. Jetzt fehlen ja noch 2 Pünktchen, die sollten wir recht schnell zusammenkriegen. Die Minimap kann ich im Übrigen ausmachen, das ist mir klar. Ob das Spiel später auch ordentlich gemoddet wird, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde mir wünschen, dass es dafür Mods gibt, wobei ich die Befürchtung habe, dass viele Mods dann das Spiel zu sehr erleichtern. Aber es wäre natürlich cool, wenn man da durch Mods diverse Dinge noch einfügen kann. Na, das wäre natürlich nicht schlecht. Die, keine Ahnung, vielleicht neue Pflanzen, neue Tiere. Ja, das wäre schon sehr cool. So, wir bringen das ganze Holz mal dahin. So, wir haben 4 Skillpunkte, einer fehlt noch. Das kriegen wir hin. Im Übrigen, mit der Nahrung müssen wir mal gucken. Die wird natürlich recht schnell verbraucht, gerade durch das viele Laufen, Schlagen und allem. So, wir bringen das Holz hier hin. Ist, wie gesagt, nicht der spannendste Part, aber hey, tut nun mal Not. Die Workbench, wie nennen wir die denn? Wir können die ja auch Arbeitsplatte mal nennen, oder... Ja, ihr könnt mir gerne mal auch einen Namen nennen, wie wir die Workbench oder das Haus oder so auch nennen wollen. Da bin ich wirklich flexibel. Ich sage aber gleich, das wird nicht in der nächsten Folge gleich passieren. Denn, haha, und jetzt kommt's. Denn, oh, wir haben noch einen Holzblock. Denn die ersten Folgen nehme ich dann doch schon ein bisschen im Voraus auf. Ich sag mal so die ersten 15 oder, ja, vielleicht so die ersten 15 Folgen werden voraufgenommen sein, bevor die erste Folge quasi rauskommt oder rausgekommen ist. Wir sind ja mittlerweile schon, denke ich, bei Folge 2, 3, 4. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das liegt einfach nur daran, dass wir ja momentan echt viele Let's Plays haben und aktuell laufen 3 Let's Plays und ich wollte erst eins von den 3 zu Ende gehen lassen, bevor ich das nächste raushaue, weil ja, es ist einfach ein bisschen too much sonst. Dann kommt man gar nicht hinterher. Man darf nicht vergessen, ich muss ja auch noch arbeiten gehen. Ja, bin ich auch
ja, gut und gern mit Fahrweg, allen drum und dran, 45 Stunden die Woche nicht zu Hause. Dementsprechend muss man das natürlich ein bisschen organisieren und kann dann leider nicht so drauf losspielen, wie man gerne möchte. So, ein Skillpunkt noch. Ich hoffe, den kriegen wir, wenn wir das Holz gleich gebracht haben. Das wäre ganz schön. Dann skillen wir diese Effizienz nochmal, einfach um die Kosten zu senken. Und ich weiß gar nicht, ob diese Holzdinger hier irgendwann verrotten. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Schon wieder voll. Das geht ja recht schnell. Und ich weiß, dass das halt jetzt nicht das Spannendste ist, wenn man so hin und her läuft. Wir werden dank des Meteors aber, denke ich mal, noch genügend spannende Momente bekommen. Davon kann man mal ausgehen. Wir werden auch gleich als nächstes mal gucken, wenn wir das Häuschen da mal irgendwie fertig haben, dann würde ich halt gucken, dass wir die Nahrung im Gleichgewicht halten, einfach weil es dafür auch Skillpunkte gibt und die Skillpunkte können wir gut gebrauchen, auf jeden Fall. So, wir holen den Rest. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt diesen... Ja, Punkt 5, wunderbar, da haben wir ihn gekriegt. Ich kann übrigens mal diese Minikarte ausmachen, die ist ein bisschen irritierend. Was heißt irritierend? Stört so ein bisschen ins Sichtfeld. Ja, und da sieht man, dass Bäume auch unterschiedlich ergiebig scheinbar sind. Zumindest gefühlt, würde ich sagen. Genau wissen tue ich es jetzt auch nicht. Müssen wir mal ein bisschen ein Auge behalten. Alter, das sind schon wieder 20 Blöcke, das ist ja Wahnsinn. Also Holz kriegen wir echt eine Menge zusammen. Wir können aber mal, wenn wir hier schon sind, ganz ehrlich, und wir sind immer ehrlich, Maximum Level, naja gut, 80%. Wir schauen uns das gleich mal an. Wir können die jetzt schon mal anschmeißen dann. Wir haben ja unseren Punkt gekriegt. Das heißt, wir können jetzt schon mal, sagen wir mal, was brauchen wir? Wenn das 50 sind, brauchen wir noch 200. Mit Boden und Decke. Erst einmal daraus, ich weiß es gar nicht. Oder 150. Machen wir mal 200, komm. Wir machen 200. Da benötigen wir jetzt auch 80 Loks. Also das lohnt sich schon. Also das hat sich jetzt schon gelohnt, schon jetzt gelohnt, dass wir das so, Endeffekt so günstig gemacht haben. Jetzt fehlen noch 40. Und jetzt können wir immer noch die Geschwindigkeit hochskillen, aber das brauchen wir wirklich jetzt gerade nicht. So, und das ist komplett. Wir sammeln das letzte Holz ein, das wir da hinten nicht vergessen, tun das dahin. Also die Effizienz ist gar nicht so unwichtig und dann schauen wir uns das nächste an. Wir sollen das Haus bauen. Ja, die nächsten Punkte gehen vielleicht ein bisschen in die Geschwindigkeit. Und mit 200 Loks sollten wir da wirklich gut vorankommen. Hoffentlich sogar komplett durch. Das wäre schön. Oh, hier haben wir... Ist das Kohle oder Kupfer? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Auch das kriegen wir raus. Ja, gerne könnt ihr übrigens auch Kommentare zu dem Spiel schreiben, ob euch das so generell gefällt, was ihr hier seht oder nicht so. Und wie gesagt, vergesst bitte nicht zu schreiben, ob ihr alles ungeschnitten sehen wollt, wie ich mir das so vorstelle. Es wird dann ein extrem langes Let's Play, aber dafür habt ihr alles gesehen. Oder ob ihr sagt so, oh nö, Zellron, macht das meinetwegen die ersten 20, 25 Folgen und dann bitte in schnelleren Verfahren, weil das System ja im Endeffekt immer dasselbe ist. Könnt ihr ja gerne mal schreiben. Ich bin dafür alles offen. So, müssen wir was essen? Das Problem ist, wir brauchen langsam Gelb. Gelb sind Proteine und Fett fehlt uns, vor allen Dingen. Also Fett und Proteine, da müssen wir uns drum kümmern. So, der kann das bauen, das ist in Ordnung. Wir haben jetzt auch keine Skillpunkte oder so. Wir können ja mal gucken, haben die Fett oder Proteine? Fett nicht. Proteine haben die aber ohne Ende. Das ist ja cool. Das ist natürlich nicht zum Essen, ist ja logisch. Aber die haben Proteine. Das heißt, die werden wir als nächstes essen für das Balancing. Gut, das läuft. Wir können jetzt natürlich noch Erze sammeln oder warten oder ich weiß es nicht. Können wir die Speed jetzt beschleunigen? Geht sogar. So, lädt immer ein bisschen rein.
Naja, immerhin 18. Wie gesagt, 200, das ist schon eine Menge. Ah, man muss den Hammer übrigens auswählen. Finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Und wie gesagt, wir werden hier die Türen und Fenster mache ich zum Schluss rein. Einfach um zu gucken, wie wir das machen. Wir werden wahrscheinlich einen großen Raum haben. Eine große Einteilung von Räumen ist ja nur bedingt möglich. Also das würde ich jetzt hier nicht machen wollen. So. Ja, und jetzt heißt es wieder ein bisschen warten quasi. Aber wir können die Zeit natürlich auch nutzen. Wir müssen natürlich jetzt hier nicht rumgammeln und nichts tun. Wir brauchen jetzt ja das nicht, beziehungsweise das kann hier eigentlich raus. Das Inventar räumen wir auch gleich noch auf, das machen wir dann auch noch. So, dann machen wir das dahin. Wobei ich mir echt überlege, ob wir das nicht machen, wenn wir diesen Raum fertig haben. Weil wir könnten dann auch eine Schubkarre bauen. Ich glaube, dass das fast sinnvoller ist. Vor allen Dingen könnten wir ja den Schaufelradius auch vergrößern. Das kann man auch machen. Also wie ihr seht, eine Menge spannender Sachen, die möglich sind. So, den Hammer wieder. So. Wir können ja schon mal da mit den Fenstern anfangen. Das würde ja Sinn machen. Dass wir sagen, wir wollen hier ein Fenster haben. Meinetwegen hier. Hier. Dann hier. Ja, manchmal ist das mit dem Treffen halt, wie gesagt, nicht so gut. Und hier und hier. Oh, das ist ja gut. Der Raum ist gut eingeteilt. Wir könnten natürlich auch durchgehende machen. Das geht auch, aber das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. So, dann haben wir den Türbereich. Fenstermäßig können wir dann auch hier und hier. Ja, jetzt bin ich natürlich ins Loch gefallen. Da und da. Ja, gut, da haben wir ein und da haben wir zwei. Aber das ist okay. Damit kann ich leben. So, ups, Wasser. Ah, das war's. Okay, mehr haben wir nicht. Dann holen wir jetzt wieder welche. Dürfte ja vorangehen. Es wird schon wieder Tag. Übrigens können wir auch uns Fackeln machen. Das werden wir auch gleich noch machen. Das dauert noch 100. Oh Gott, ich habe viel zu viel gemacht. Ehrlich gesagt habe ich viel zu viel gemacht. Aber das macht überhaupt nichts. Auch das ist okay. Größenwahn ist hier herzlich willkommen. Na? Es war halt günstig. Ja, und da kommt es halt drauf an, dass wir, wie gesagt, nicht zu viel machen. Denn das Problem, was wir jetzt haben, ist, wir müssen diese ganze Masse, die wir da jetzt produziert haben, verbauen oder irgendwo lagern. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Das heißt, wir würden das wahrscheinlich irgendwo hier lagern müssen. Das ist schlecht. Wir können es auch noch canceln, das geht auch. Ich glaube, man kann, genau, cancel project. Ich weiß aber nicht, ob wir die Holzstämme wieder bekommen. Und wir können noch genug mit diesem Holz bauen. Also ist es jetzt nicht total verschwendet oder sonst was? Wahrscheinlich schon. Doch, wahrscheinlich ist es schon verschwendet. Aber hey, wir leben nur einmal. Das war schlecht. Der muss hier hin. Der muss weg. Wie gesagt, mit den Zielen des Systems, das ist nicht immer ganz einfach. So, wir gehen mal hin. Boah, die Sonne, es sieht so cool aus. Es sieht so cool aus. So mega einfach. Das Spiel ist unglaublich schön. Die Sonne geht auf. Willkommen, Tag. Einen schönen guten Morgen, Welt. Ja, so ist das dann. Und das dauert. 25% haben wir erst. Naja, gut. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. 5 Stück haben wir. Gut, wir laufen jetzt gerade wegen jeden Pups dahin, aber hey, wir leben ja nur einmal. So, das sieht so schön aus, das Spiel. Es ist unglaublich schön. Die Frage ist, was machen wir hier? Ich kann mir das so vorstellen, ehrlich gesagt. Hier ein Dreierfenster oder wollen wir hier ein Zweier haben? Hm, ich weiß es noch nicht. Wir können ja erstmal ein Zweier machen, da haben wir auch die Hand leer. Und jetzt müssten wir den Boden bzw. die Decke machen. Und dafür brauchen wir auch eine ganze Menge. Gut, wir lassen das halt mal durchlaufen.
das bisschen Holz, was wir da jetzt drin haben, macht, wie gesagt, den Kohl nicht fett. Das Problem ist halt, dass es extrem lange dauert. Wir können ja mal gucken, skillen. Nein, nicht abpicken. Speed Process ist jetzt auch Maximum. Level 80 ist Maximum. Zählt das jetzt schon hierfür? 12 Sekunden waren es, glaube ich. 8 Sekunden. Ja, das kommt hin. Das kommt hin, dass auch das jetzt schneller geworden ist. Das kann natürlich sein. Das ist nicht schlecht. Und wir haben hier eine ganze Menge Sachen im Übrigen drin, die wir noch bauen können. Eines der nächsten, was wir machen werden, sind Kisten. Wir sollten 2-3 Kisten auf jeden Fall machen. Und ihr seht, wir haben hier, wie gesagt, schon eine ganze Menge Zeugs drin. Wir haben einen Storage Chest. Die sollten wir definitiv craften. 2 Stück, schon 20 Holz. Also das ist schon nicht ohne. Können wir auch gar nicht ordern, warum nicht? What's your problem? Warum können wir... Ah, da müssen wir noch Sachen erforschen, glaube ich. Und hier haben wir auch ein Campfire. Das ist eines der nächsten Dinge, die wir dringend brauchen. Die sollten wir jetzt machen. Benötigt 5 Holz und 10 Stein. Das sollten wir hinkriegen. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt aber. So, und Stein fürs Campfire. Genau 10. Sehr schön. Dann wird das auch hergestellt. Und was wir noch brauchen, ist vielleicht, können wir einen Standing Torch schon machen? Wir müssen mal gucken. Ein Standing Torch. Ist noch nicht order. Ah, Basic Crafting fehlt uns dafür. Wir können ja mal gucken, können wir Basic Crafting... Ah, wir haben hier übrigens Show All, schon nicht All. Basic Crafting benötigt genau einen Punkt. Das müssten wir erst lernen. Können wir gleich machen, den Punkt kriegen wir gleich. So,